Wenn du eine warme Unterlagsmatte für den Schnee, für den Winter suchst, dann, ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossum vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da sitzt sie jetzt auf meiner Rollmatte. Und diese Rollmatte, das ist ein Schaumstoff, relativ dick, ja, relativ robust und ja, ideal, wenn du in der kalten Jahreszeit unterwegs bist. Das ganze Teil kann ich dir für die kalte Jahreszeit hundertprozentig empfehlen. Es ist natürlich, wenn es noch ärger wird, wenn es noch kälter wird, wenn du, weiß ich nicht was, ja, Polarforscher bist, dann ist das vielleicht nicht die richtige Ausrüstung. Wenn du aber Survival-Training betreibst, wenn du Bushcrafter bist, wenn du ganz einfach eine günstige, ja, günstige Matte suchst, mit der du dir trotz alledem nicht den Arsch abfrierst, dann bist du richtig. Und ich würde jetzt sagen, wir schauen uns ein paar Details von diesem Teil an. Ja, da ist es nun, dieses Teil, und ich weiß nicht, also Zeigefinger dicke, fast Daumen dicke. Ich finde es unten, der Link in meinem Shop. Ich gebe dir aber auch den Link auf Amazon. Kannst du das ganz einfach anschauen, die technischen Daten. Das Teil hat natürlich einen ganz großen Vorteil. Durch die Dicke, ja, kriegst du tolle Isolation. Wenn du kannst es auch als Sitzunterlage verwenden, absolut top. Du kannst sie falten, ja, also jetzt nicht wie eine Faltmatte, aber du kannst sie doppelt nehmen, das ist absolut genial. Und das Ganze ist hier mit zwei so Baumwollteilchen, ja, mit so Riemen, kannst du sie in Form bringen und transportieren. Und da kommt jetzt auch gleich der Nachteil, denn man muss auch über die Nachteile sprechen. Der Nachteil ist, ich mache da jetzt auf der anderen Seite nicht zu, das Ding ist halt schon ein bisschen groß irgendwie. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Luftunterlagsmatte, ich habe da auch schon einige vorgestellt, da gebe ich da den Link zu diesen oder meine Thermarest, die ich habe, und das alles super. Aber da ist das halt schon ein voluminöses Teilchen. Und das muss dir ganz einfach bewusst sein, dass es sperrig ist. Es ist nicht schwer, also das ist wirklich nicht schwer, aber die hängen halt dann immer irgendwo am Rucksack da hinten drauf, und die, mit der Zeit, wenn man länger geht, wird dann der Riemen locker und sowieso und überhaupt, und das ist ganz einfach der Nachteil. Und bei diesem Produkt hier konkret, bei diesem Produkt von Miltec übrigens, ganz konkret, werden diese Baumwollteile mit der Zeit extrem grausig und unangenehm, aber tja, wir sind ja keine Tummköpfe nicht. Du nimmst da ganz einfach ein Paracord oder irgendein anderes Teilchen, fädelst das durch, ziehst hier durch und holst einen anderen Riemen. Und ja, ist ganz einfach so. Ausreißen tut es nicht so leicht. Da ist hier eine Metallöse, wenn ich das jetzt richtig benenne, drinnen. Das passt ganz gut. Natürlich, immer wenn du irgendwie draufsteigst oder irgendein spitzer Gegenstand oder irgendwas, dann kriegst du natürlich eine Delle oder einen Druck. Aber, und das ist jetzt wieder der Vorteil gegenüber Luftmatratzen, wenn ich bei der Luftmatratze, bei meiner Thermarest zum Beispiel, ein Loch drin habe, besonders jetzt im Winter, und mir ist das schon einmal passiert mit einer Climate-Matte, ja, die ist mir ausgegangen mitten in der Nacht, das war sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehm, und ich habe kein Auge zugetan. Das passiert dir mit diesem Schaumstoffteil definitiv nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du eine Unterlagsmatte zum Schlafen, draußen schlafen, im Winter suchst, bist du mit diesem Teil gut, sehr gut bedient, nämlich auch mit einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop, schau dir das an. Wenn du mit den Nachteilen, nämlich dieser Sperrigkeit, zurechtkommst, dann ist das auch top. Und wenn es wirklich so richtig arg kalt wird, dann, aber mit arg kalt meine ich so, weiß ich nicht, minus 10, minus 15, minus 20 Grad, ja, dann, und du auf der sicheren Seite willst, dann ist das hier die Unterlagsmatte. Und darauf legst dich mit deinem Schlafsack, und im Schlafsack würde ich dann zum Beispiel irgendeine Luftmatratze noch dazugeben, und dann wird es wohlig warm und dann ist ohnehin alles top. Das war's, das war's. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, schreib mir den bitte ganz unten, wie du das siehst. Hast du das Teil im Einsatz? Hast du auch so ein fettes Teil? Oder wie schläfst du draußen? Was ist deine Unterlagsmatte im Winter? Das würde mich ganz einfach interessieren, und auch ganz sicher die anderen Zuschauer. Ich mag dich um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, ganz wie du magst. Link zum Produkt findest du unten. Ein Abo, da geht's zu meinem Messerkanal, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.